Überall RA9. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal R. Dann ist nur die Frage, wo der Hulk ist. Klar kann man unter Garantie das Kind nicht finden, deswegen hat man ja nur 10 Minuten Zeit. Oh, wow, 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 da steht er. Okay, offensichtlich sieht er mich nicht. Ich darf nur nicht an ihm vorbeirennen, denke ich. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Du hast hier nichts verloren. Was machst du da? Du tust mir doch nicht weh. Nein. Nein. Nein, das tust du nicht. Ich suche ein kleines Mädchen. Hast du sie gesehen? Ein kleines Mädchen? Nein, nein, nein. Hab's nicht gesehen. Wirst du still sein, wenn ich dich loslasse? Ja, ja. Versprochen, ich bin still. Schalt mich nicht aus. Träum nicht. Ist er abgeschalten? Alter. Darf ich das jetzt lesen? Habe ich Zeit dafür? Warte, ich muss das kurz mal begutachten. Wir haben jetzt 36. Wenn ich das jetzt lese. Arktische Spannungen eskalieren, US-Schiffe beschossen. Gucken kurz. Berichten zufolge hat ein russischer Flugzeugträger in der Arktis auf ein amerikanisches Patrouillenboot gefeuert. Das US-Schiff hat das Feuer erwidert. Es wurde kein Schiff beschädigt. Präsidentin Warren nannte kürzlich Russlands Aktivitäten in der Arktis ein Verbrechen gegen die internationale Gemeinschaft und bezog sich auf den Bau wertvoller Mineralien auf den Schelfeis. Außerdem bezeichnete sich Russlands Präsidenten Artem Ivanov als gefährliches Individuum. Nach Meinung vieler Experten für internationale Beziehungen ist ein bewaffneter Konflikt unausweichlich. Monka es, die Zeit geht weiter! Okay. Sie ist nicht geladen. Dann lass sie stehen. Warte, warte. Ich muss, sonst habe ich was übersehen. Red mit Maschinen, verändert die Kommunikation. Okay, Leute, die meisten Menschen sprechen irgendwas. Sie tun ganz tolle Dinge. Und ihr müsst einfach irgendwann mal Pause drücken, wenn ihr das irgendwann mal nachguckt. Ich habe da selbst keine Zeit für. Ich muss das lesen, Leute, für den Fortschrittsbaum. Keep calm. Wo versteckt er die Kleine? Ah, einschalten? Was für eine dumme Idee. Gut, dass ich es gerade noch abgebrochen habe. Haben wir das denn jetzt überprüft? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Da ist sie doch, Leute. Alice? Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Ja! Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein. Worauf wartest du noch? Such sie! Sie durchsuchen das Haus. Wir müssen hier raus, bevor sie uns finden. Verarsche? Fenster, irgendwas? Verdammter Android. Ich hätte ihn direkt auseinandernehmen sollen. Er holt die Waffe. Alter, du darfst nicht in den Check gucken, ich hätte fast verkackt. Gut, dass ich ihn abgeschaltet habe. Er hat bestimmt geschrien oder so eine Scheiße. Wir dürfen nicht anhalten. Du musst tapfer sein, Alice. Ich weiß, dass du da bist, Miststück. Komm raus. Hol die Taschenlampe. Sie liegt auf dem Tisch. Komm schon, komm raus. Hey, ich werde dir nichts tun. Ich möchte nur mit dir reden. Ich hätte deinen Speicher nicht löschen dürfen, okay? Das tut mir jetzt leid. Jetzt noch. Komm da raus und alles kommt in Ordnung. Ich helfe euch. Denk an das kleine Mädchen. Sie hat bestimmt Angst. Sei doch vernünftig. Komm raus und alles kommt wieder in Ordnung. Hast du sie?
Nein, Slatko. Ich suche noch. Na dann, mach mal hin, du Vollidiot. Ich will sie zurück, kapiert? Das wirst du mir noch büßen, du Miststück. Hä? Das Versteckspiel ist jetzt vorbei. LOL! Hintertür war auf. Alice! Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Lauf! Lauf so schnell du kannst! Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg, oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es wagen? LOL! Was fällt euch ein? Was wollt ihr hier? Hat euch rausgelassen. Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Nicht wissen, wie viele Abzweigungen es hier schon wieder gibt. Hauptsache, alle in Karas Nähe sterben. Ist euch das mal aufgefallen? Also, wir haben nach Hilfe gesucht, haben Slatkos Haus erreicht, haben es betreten, haben getroffen, haben seltsame Geräusche gehört, sind in die Maschine geklettert, zurückgesetzt, vom Reset entkommen. Wir hätten auch nicht vom Reset entkommen können und dann wäre eine komplett andere Story gelaufen. Schau euch das mal an. Wir sind vom Reset gekommen und dann kam das hier alles. Wären wir nicht entkommen, wäre hier eine komplett andere Storyline gewesen. Mit Ending hier. Es gibt aber auch die Möglichkeit offensichtlich, den Reset nicht zu schaffen und trotzdem zu entkommen. Interessant. Wir haben die Monster befreit, was letztendlich dazu geführt hat, dass Slatko stirbt. Das Töten und Verschonen hat offensichtlich doch keine Auswirkung. Irgendwas haben wir nicht gefunden. Dann das ist sowieso für uns nicht mehr relevant. Dann weiß ich aber auch nicht, was... Ach, Moment, hier, das war die Auswirkung.
Wir sind durchs Haus geschlichen. Haben eine Sache nicht untersucht. Haben Alice gefunden. Haben uns dann unter den Tisch versteckt. Offensichtlich kann man auch sich woanders verstecken. Schrank versteckt, durch Korridor gehen, im Badezimmer gehen, entdeckt werden. Entdeckt werden geht, wird zur Jagd begonnen. Wären wir vermutlich nicht entdeckt worden, wäre es da lang gegangen. Kara erreicht die Treppe, aber halt ohne Jagd. Bei der Jagd hätten wir wahrscheinlich auch erschossen werden können, gehe ich einfach mal schwer davon aus. Weil da, es gibt zwei Endings nach der Jagd noch. Zwei Endings. Und dann gibt es hier natürlich die Möglichkeit, Monster greifen an. Also ich denke mal, es gibt zwei Endings. Entweder die Monster greifen Zlatko an oder tatsächlich, dass Luther eventuell Zlatko sogar erschießt. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Aber ja, hier ist auch wieder ein immenser Baum. Also ich muss unbedingt herausfinden, was passiert, wenn man den Reset nicht schafft. Unbedingt. Vielleicht stirbt auch Alice, wer weiß. Warum sind wir eigentlich schon wieder hier? Diesmal wenigstens einen Regenschirm. Warum sind wir schon wieder hier? Wir sind doch gar nicht gestorben. Interessant. Also wir sind wieder bei Amanda. 30 Minuten Pause, damit du duschen gehen kannst. Ich glaube, das wird nicht hinhauen, Luca. Hat er sich selbst diesmal wenigstens was mitgebracht? Nö. Ich muss trotzdem noch alles untersuchen, damit ich das habe für die 100%. Dann gehe ich ja gar nicht duschen. Das ist die richtige Einstellung, Luca. Kara ist bis jetzt meine absolute Lieblingsstoryline. Ich sehe Karas Storyline bisher auch alles am besten an. Dann würde ich die von Connor nehmen und dann die von Markus. Die von Markus hat bisher mich noch nicht berührt. Okay, ich habe die zwei Dinger wieder, dann gehe ich den Hauptweg jetzt. Nee, ich mache wahrscheinlich nicht alles auf 100%, aber wir werden alle Endings uns angucken. Ob das dann automatisch alle 100, ob das dann automatisch 100% ist, weiß ich natürlich nicht. Markus war von Anfang an gleich auf, ja, das ist richtig. Mir hat es aber, die Entwicklung jetzt nach dem Tod gefällt mir noch nicht so gut, muss ich sagen. Naja, wir werden sehen. Vielleicht zieht das ja nochmal an. Ja, ich denke, hier ist nichts weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Jericho Storyline noch richtig spannend wird. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Deswegen hat er einen Schirm dabei, der Gentleman. Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Abweichler handeln völlig irrational, was es schwierig macht, ihre Aktion vorherzusehen. Aber ich hätte effizienter sein müssen. Konntest du etwas herausfinden? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9.
das noch? Ich habe zwei Sachen nicht gefunden. Er war von Vögeln fasziniert. Abweichler können Interesse an Lebensformen zeigen wie Insekten und Haustiere. Aber nicht in dieser Form. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde sie nicht enttäuschen. Also seine Hauptstory ist, warum die Androiden abtrünnig werden. Und untersuche ihn. Ich finde Amanda ehrlich gesagt ziemlich spannend als Charakter. Okay, Hauptsache wir sind ja direkt schon mit ihm befreundet. Lieutenant Anderson! Hallo, Tony. Jemand zu Hause? Okay, er hat keinen Bock. Besoffen irgendwo eingeschlafen? Das ist ein Wauzi! Der Mensch? Oh, ein Grill, geil. Okay, aber wir zuletzt am Laptop. Da ist nochmal der Wauzi. Ja! Hank ist ohnmächtig, zu viel Alkohol. Lieutenant Anderson! Muss ich's aufbrechen? Monka S. Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß gut, deinen dass, Namen. Gut, dass du den Namen des Hundes wissen. Ich will den Besitzer retten. Hätten wir den Namen nicht gewusst, hätte es vielleicht anders enden können. Er hat einfach wieder zu viel gesoffen, Alter. So richtig Shameless-Style. Also, Jack Daniels oder so. Black Lamb, schottischer Whisky, 40% Alkoholgehalt. Mit Waffe? Revolver, Magnum Kaliber 357, eine Kugel noch übrig. Okay, und er hat ein bisschen Roulette gespielt, offensichtlich. Und Herz, leichte Arrhythmie, keine Anzeichen eines Traumas. Und Spuren von Alkohol, wer hätte das gedacht? Alkoholvergiftung. Aufwachen, Lieutenant. Ich bin es, Connor. Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss Sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face von hier! Ja. Hey, ja, ja, hey! Schuhe, Fassi! Guter Hund! Fassi!
Krampf. Ich glaube, ich muss kotzen. Dann gönn dir. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. I'm crumpy. Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Okay, und ausnüchtern. Was tust du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Cop der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Wenn Sie diese Untersuchung nicht leiten können, bin ich gezwungen, Ihre Vorgesetzten zu informieren. Mach doch, sag ihnen Scheiß auf Sie! Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Und baitet mit dem Sexclub. Schön. Ja, so läuft das. Henki kriegt man halt nur mit den schmutzigen Dingen wieder aus dem Haus, gell? Was möchten Sie anziehen? Scheißegal. Scheißegal? Ah, wir gehen ja in den Sexclub, wa? Ja, genau. Oh, schön. Nee, zum Hippie mach ich ihn nicht, aber so schön Disco Fox ziehen wir ihn jetzt an, oder? Oh, er kotzt mittlerweile. Was läuft hier? Basketball? Hm. Mal fix umgucken, ob wir hier noch irgendwas entdecken können. Vielleicht müssen wir Sumo kraulen oder so. Interessiert es einen Scheiß, dass wir hier sind? Ja, mal kein Eishockey, oder? Die haben auch noch was anderes. Alter, das läuft aber auch in 10 FPS hier. Und es läuft spiegelverkehrt. Läuft bei denen. Das würde mich ja mal interessieren. Warum zum Teufel läuft das eigentlich spiegelverkehrt hier? Der arme Alkohol, der hier einfach ausgeschüttet wurde. Was meinst du, wie oft kann man das durchspielen? Mindestens 7 Mal. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja. Ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Lecker!